Hi Leute, herzlich willkommen zurück. Das habe ich gehört übrigens. Du Pissbirne. Ja, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Ackendorf-Map. Und Leute, wir hatten ja schon gesagt, ne? Es gibt Neuigkeiten und alles, aber ja, frühestens Donnerstag. Also einen Tag noch gedulden. Mann, das ist so ein Assi, ey. Ach ja, manchmal habe ich das. Manchmal hoffe ich einfach, die Leute nehmen mir das nicht übel und hassen mich nicht. Obwohl, das ist bestimmt manchen. Wir sind nicht dabei. Was wie? Wir sind nicht dabei. Verstehe ich auch nicht, was er jetzt will. Darfst nicht reden. Was? Ach, mit Randy und Freezy! Habe ich vergessen? Habe ich ja echt vergessen? Ja. Doch, das ist jetzt nicht, aber wen? Ist ja Standard. Ist ja Standard. Kannst du mal die Schnauze halten und mir die Eier krauen? Denn das ist ja ein schönes Lied. Machen wir doch jeden zweiten Samstag. So. Naja, Fakt ist auf jeden Fall eins. Mir gefällt's. Morgen gibt's eventuell ein paar nette Infos. Ich freue mich schon, euch das erzählen zu dürfen. Weil das ist so geil! So awesome! Warum eigentlich du? Also, oder wir. Nee, wir. Wir. Nicht ich, wir. Och, Mann. Lass mich schon mal heute meinen Ego-Trip fahren. Heute ist Mittwoch, Mittwochs Ego-Trip-Tag. Du machst morgen Ego. So einfach ist das. So, ich habe jetzt hier erstmal 12.300 Heckschnitzel im Gepäck und werde die zur HPE fahren und dort schon mal anfangen, Kardonnage zu produzieren, meine lieben Freunde. Ja. Mach das. Auf jeden Fall. Dann. Da, 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 da. So. Was machst du, Freezy? Erntest du immer noch? Ja, ich ernte jetzt Feld 2 und dann fahre ich hoch nach 36, 37. Müssen wir schauen, dass mal. Hattest du jetzt das Stroh, was du eingesammelt hast? Du hast geschwadert und eingesammelt oder hast du nur geschwadert? Ich hab's geschwadert und gehäckselt. Hä? Ja. Ach so, ja, hast du's, ja. Hast du es schon in die BGA gefahren oder ist nee, weil wir waren noch nicht voll. War noch nicht voll. Ich glaube 77% hat er hängen, aber ich habe schon zweimal hochgeschafft, also 180.000 liegen in den Endbunker schon drin. Das ist gut, weil das ist auf jeden Fall unser Anhänger für die Paletten. Jo. Der ist dann schon mal safe. So, und jetzt sind wir erstmal hier bei der HPE und jetzt müssen wir mal gucken, wo denn der Quark jetzt hier hinkommt. Hier war ich nämlich noch gar nicht, beziehungsweise nur mal kurz, aber so schwer wird es wohl nicht sein, denn hier ist die Abladestelle. So wie es aussieht. Zack. So. Was haben wir hier? Warenausgang, Leerpaletten. Warenausgang. Waren. Moment. So, Bretterpaletten. Ist das Bretterpaletten? Ist das das, was wir produzieren, Bretterpaletten? Ja. Wir produzieren jetzt aktuell Bretterpaletten da unten. Genau. Eigentlich sind das doch nur Bretter, oder? Ja, aber die liegen auf einer Palette drauf. Also Bretter auf einer Palette liegen, klar? Ja. Awesome. Gut. Dann. Warte mal, hier haben wir ja Info. Leerpaletten. Hier produzierst du Karton und Leerpaletten. Benötigt Hackschnitzel und Bretterpaletten. Gut, aber wo kommt jetzt das Hackschnitzel rein? Bei Warenanlieferung. Jo. Das ist hinten. Ach irgendwo. Ja, da, alles klar. So, hier einmal Hackschnitzel, Warenausgang und hier Hackschnitzel. Genau, es gibt zwei insgesamt und dann kommt hier eins, zwei, alles klar. Komm hier die Kartonage raus, nehme ich an. Kartonpaletten. Jo, passt. Gut, also vorne Bretterpaletten, hinten Kartonpaletten, alles cool. So. Also hier vorne quasi die Bretter anliefern und hinten die Hackschnitzel anliefern. So. Und sonst so? Alles easy. Easy. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Hälfte-Hälfte hier aufteile einfach oder ob ich einfach alles in eins schütte.
Das sind, wie gesagt, zwei gesonderte Straßen, ne? Also ja, zwar aber, nicht das gleiche, aber. Es geht ja schneller, wenn zwei produzieren. Ich weiß nur nicht, wie viel die produzieren. Mit 6000 Hackschnitzel ist ja nicht so viel. Mhm. Axeligemente, das geht relativ fix. Dann hau ich mal 6000 da rein und 6000 da rein, so ungefähr. So. Weiß auch gar nicht, wie viel insgesamt reinpassen. Nein. So, da noch rein, genau. So, beide auf grün. Okay. Tja. Die sollten jetzt mal produzieren. Oh Gott, da geht eine Menge Hackschnitzel rein. Alter Vater. Sag ich dir. So, wir produzieren schon mal Kartonpaletten jetzt. Oh, das ist schön. Wenn wir jetzt noch irgendwas hätten, um die Bretterpaletten zu transportieren, dann könnten wir auch die fertigen Paletten natürlich herstellen. Produzieren. So, was ich aber jetzt noch machen werde, ist... Ballern. Ich brauche... Bin ich nicht reingekommen? Ich brauche Kompost. Wo war denn hier der Kompostmaster? Dino. Ja. Musst du doch nur wissen. Ich weiß. Da waren wir doch nur mindestens schon zweimal vor Ort. Mindestens. Und 64 Folgen davon. Und du weißt immer noch nicht, wo es ist. 31 ist er. 31! Deswegen. Ja, leider. Boah, die Maus hat einen Kaffee gemacht. Das ist ja total lecker, ey. So, warte. Kompostmaster ist beim Gartensender. Genau. Beim Gartensender da rechts. Ich habe hier noch eine Logitech rumliegen. Was für eine? Du kriegst die, also und was? Die neue, die ich auch habe. Ich habe die jetzt wieder. Ja, was denn? Logitech baut alles. Ja, ich weiß, G303. Kopfhörer, ja? Nee, Maus. Ja, das wollte ich wissen. Habe ich gesagt, es ging ja gerade um deine Maus. Weil meine Maus, die kann noch rechts und links klicken und scrollen. Ja, deine Maus. Oh. Meine Maus kann noch links und rechts klicken und scrollen. Deine kann Kaffee machen, die hätte ich gern. Ich habe aber die von Rucket. Die kann Kaffee kochen. Also. Ja, ich kenne die Firma auch nicht. Rucket? Ne, ich kenne auch Rocket. Rocket? Ja. Moment, aber da habe ich mal eine Frage. Rocket wird für mich so geschrieben im Englischen. Und die Firma heißt aber so. Ja. Also kann es eigentlich nicht Rocket gesprochen werden, weil Rocket aber ist ja die Rakete. Cat wird ja, richtig, aber Cat wird ja auch im Englischen wie, ne, Cat, Katze, Cat. Ja, Rook Cat. Habe ich immer gedacht, nennen die sich so, Rook Cat. Also von den Leuten, die beispielsweise YouTuber, die Partnerschaft mit dir haben, sagen alle Rocket. Weil die alle das nicht richtig aussprechen können. Oder weil sie es verdeutschen. Oh. Aber es ist ja auch egal. Ihr könnt uns, pass auf jetzt, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie es richtig ausgesprochen wird. Das geht. Ich glaube nicht. Fährst du jetzt wirklich die Palette 1 da hoch? Ja. Du crazy Dude. Wir halt wissen, was passiert. Wir haben für die Hackschnitzel, dass wir die da oben angeliefert haben, schon mal kein Geld bekommen, ne? Ist richtig. Das ist nicht gut. Das ist normal. Das ist nicht gut. So ein kleinen Obolus wäre immer nicht schlecht, weil wie soll man denn sonst Geld verdienen? Ja, das ist halt so. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen hier auch. Scheiße. Naja, machen wir schon. Kriegt man alles hin. Da müssen die auch mal wieder putzen. Sag mal, wieso ist denn das so ein scheiß Wetter hier? So? Naja, es ist so übelst nebelig, oder? Ich. Auf der Karte. Ist so, so. Auf der Karte finde ich so düster. Dafür, dass wir es 11.38 Uhr haben. Ja, vielleicht war der Nebelnick da. Ja, der war schon. Grottig, also. Der war gut. Ja, wo war denn der jetzt gut? Überall. Unser Kompostmaster ist leer. Wir sollten da vielleicht mal wieder ein bisschen Stroh reinschmeißen. Scheiße.
Ach ja. Kompass Masters leer. Kannst du. Oh, du bist jetzt erst da oben fertig. Scheiße. Wir sollten nur noch Frontlader kaufen, nichts anderes mehr. Wir haben 85.000 Kompost. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, wie kriegen wir den Kompost jetzt am schnellsten da raus? Mit einem Hänger? Ja, er liegt im Lager. Der Kompost. Was so? Der liegt in dem Lager daneben. Brauchen wir aber einen Frontlader? Naja, Frontlader oder Förderband. Das Förderband steht aber da. Ich glaube, man muss ja mehrere Förderbänder in Besitz haben. Oh. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Der Gartensender ist doch nicht weit weg vom Dings, wo das Förderband steht, oder? Also hol ich das Förderband. Wo steht das Förderband? Nee, das Förderband steht an der BGA. Oh, scheiße. Stimmt. Das war ja. Fahr in meinen Sägewerken, hau mal den Frontlader dran. Dann hau mal den, die Schaufel dran an den Frontlader und komm mal hierher. Siehst ja, wo ich stehe, ne? Ja, ja. So, dann kommst du hierher und dann haust du den Anhänger hier mal voll Kompost. Wer fährt gerade an der Tanke vorbei? Ich. Ist 24 angesät, also ja. Alles klar. Stell den Anhänger hier ab und dann kannst du den mal bitte voll machen. So, und dann werde ich derweile. Weile das restliche Stroh mit Freezy hier noch. Feld 2 habe ich schon fertig geschwadert, muss nur noch. Okay. Alter, du machst mich so nervös, das ist unfassbar, ey. Danke, warum? Obwohl ich jetzt stinknormal gewarnt bin. Der ist nicht stinknormal. Ja. Du hattest den Anhänger wo ausgeleert zwischendrin mal für sie? Hatte ich ja, aber jetzt gerade der ist leer, ja. Der müsste auch da am Feld stehen. Naja. So. Da ist FEMA, da ist Logistik. Yay. Ja, da. So, auf geht's. Was haltet ihr eigentlich von diesem OMSI? Im Bus-Simulator, da. Da kannst du Randy fragen, der hat das gezockt. Ich hab's auch gespielt, ich bin komplett dran verzweifelt. Du hast auch ein Let's Play davon rausgebracht, oder nicht? Richtig! Das war's dann. Wie, das war's? Soll ich noch machen? Nichts mehr? Von Werbevideo, Verkaufsvideo oder was? So. Nee, das ist, OMSI ist einfach, das ist mir zu simulationsmäßig. Ja. Es gibt welche, die fahren da voll drauf ab, ich hab's gehasst. Ich hab's wirklich gehasst. Aber wie gesagt, Wendy kann dir da mehr sagen. Ja. Ich habe OMSI 1 und OMSI 2. Ich glaube, das sind, wenn du beide Projekte zusammennimmst, sind fast 300 Folgen. Das war OMSI ist eigentlich, wie gesagt, an und für sich ist OMSI ein wirklich schöner Simulator. Aber auch wirklich, was mal den Namen Simulator auch würdig wird. Ja. Modding Community, die auch jenseits von Gut und Böse ist. Also kannst du mit der LS-Modding-Dings vergleichen, also da kommt sehr viel, gerade wenn, jetzt, ich weiß gerade mal gar nicht, wie es jetzt mittlerweile aussieht, aber war auf jeden Fall eine sehr aktive Community dort und alles, ne? Also da alles mögliche von Bussen her über eigene Maps und so weiter und so fort, das ist schon nicht schlecht, gerade es gab einen Mod im Endeffekt, der hieß Gladbeck, und das war einfach nur eine Mod und da ist dann mittlerweile dieses Jahr richtiges offizielles Addon rausgekommen. Wenn ich richtig entsinne, sind die Entwickler da auf den zugekommen und hier und da hast du einen Spock und zack, wurde das eine eigenständige Mod. Ja, gut, aber LS hat ja auch Modder quasi eingestellt. Also Giants hat Modder eingestellt
wo sie den 15er entwickelt haben. Oh, die holen ja auch regelmäßig gute Modder vom Markt und ja, lassen die. Wo warten jetzt hier das Gartensender? Das ist jetzt da, wo GC ist. Auf der Map. Unter dem Sägewerk. Ja. Alles klar. Ne? Wir sind durch für die Folge. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Morgen zum Donnerstag. LOL. Und lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall. Und schaut bei den anderen vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.